Leute, Mo86 hier am Start mit einer neuen Folge. Und zwar habt ihr gesehen, die Nadja hat nur mich erwähnt, das wird schon ihren Grund haben, weil sie weiß, so kann sie am besten triggern sozusagen. Und den Manuelsen, weil er gesehen hat, ich bin mit Ankündigung vor deren Club ausgegangen. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, mehrmals. Und im Endeffekt ist es nur peinlich, wenn ein erwachsener Mann im Internet droht und dann nicht macht. Erstens droht man nicht im Internet. Ist voll peinlich, voll kindisch, aber kennen wir wenig anders. Genauso wie sein Privatleben jetzt hier im Internet auszubreiten mit der Nadja und so weiter. Auch peinlich. Auch peinlich, dass hier, wenn die Großfamilie dahinter steht, macht er nichts. Aber bei der anderen Frau macht er auch Haiwan. Das ist so die Doppelmoral. Und generell, wenn man einen Club unterstützt, der gegen seine Wurzeln ist, das sagt schon einiges über eine Person aus und er weiß, dass es stimmt. Deswegen, weil ich die Wahrheit sage, regt ihm das auch am meisten auf. Deswegen ist er auch nach Wien gefahren und hat mich dann blockiert im Endeffekt und wollte sie nicht treffen. Genauso wie man gesehen hat, bin in Ankündigung gekommen, hat er ist vorbeigegangen und das war nicht so. Aber das ist halt immer die Bauchredner. Reihe von den Leuten, versteht ihr? Was soll ich euch dazu sagen? Aber das kennen wir ja schon. Nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal bei sowas, versteht ihr? Aber deswegen bin ich erwachsen, wenn ich was sage. Ich halte immer mein Wort, ihr wisst Bescheid. Dass ich da immer, wenn ich was sage, mich dran halte, weil im Endeffekt glaubt einem sonst keiner mehr. Das ist ja genau der Punkt. Und im Endeffekt bin ich ein erwachsener Mann. Ich habe bis jetzt nicht einmal jemanden bedroht im Internet oder sonst was, weil ich das kindisch und peinlich finde, wenn ich was sage, mache ich es auch. Ich habe gesagt, mit Ankündigung, Parkclub rausgekommen, mehrmals, Helsinki vorbeigegangen und so weiter, haben wir alles gesehen. Und im Endeffekt seht ihr ja, dass ich da die Wahrheit spreche, sonst würden gar nicht so hohe Leute sozusagen mit Geld und so weiter sich für mich interessieren, angeblich hohe Leute. Ich spekulieren ja auch, dass ich für irgendeinen Geheimdienst oder so arbeite. Ich weiß nicht, wie die auf seinen Blödsinn kommen. Ich habe nicht einmal Hauptschulabschluss. Aber die denken sich, von wo ich gewisse Sachen weiß, was normalerweise jemanden informieren muss, weil so genau weiß man das nicht. Man kann ungefähr wissen, aber so genau wie ich gewisse Sachen weiß, wie Aufbau ist und so weiter, denken die, dass die einen Maulwurf haben sozusagen. Und denken vielleicht, dass ich infiltriert habe, deren Organisation oder was auch immer. Und dass ich hier mit ganz hohen Leuten die Strippen, die Fäden ziehe. Was natürlich nicht stimmt, was mich natürlich amüsiert, ist natürlich nicht öffentliche Verkehrsmittel fahren. Aber die müssen ja irgendeine Ausrede haben. Das sind die zwar hier öffentlich und die reden wieder von Mafia oder Raffia oder was. Aber was willst du machen? So ist die Leben. Das Wetter.